Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Paper Mario Sticker Star Let's Play. Ja, und in diesem Part ist es endlich soweit. Ich darf nämlich freudigst verkünden, dass ich alle Sticker habe, die es gibt. Ich habe zwar noch nicht alle im Museum aufgeklebt, aber das wird genau in diesem Part passieren. Ich meine, normalerweise habe ich bei meinen Let's Plays eigentlich immer den sogenannten Bonus-Part hinten dran gehängt, aber diesmal habe ich mir gedacht, mache ich das mal in umgekehrter Reihenfolge. Diesmal kommt der Bonus-Part quasi noch vor dem finalen Endkampf gegen Bowser. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und mir haben ja noch ganze 5 Dinge gefehlt, die ich bislang noch nicht mal gefunden hatte. Und das sind in meinem Fall hier die Lupe, die Knopfzelle, der Spielzeugschläger, die Puderquaste und die Monobatterie. Ja, die hatte ich bislang nicht gefunden gehabt, weil die in meinen Augen relativ gut versteckt gewesen sind. Aber ich habe sie jetzt mittlerweile gefunden und auch die restlichen Kampfsticker, die mir noch fehlen, habe ich jetzt auch alle beisammen. Das heißt, ich gehe jetzt noch ein allerletztes Mal hier rüber und werde diese Dinge in Sticker verwandeln. Willkommen, sehr, sehr freundlich für ein Dings. Ich werfe dir gleich 5 Dinge an die Wand, wenn du willst. Die Lupe! Zack! So, Lupe-Sticker. Als nächstes die Knopfzelle. Dann der Spielzeugschläger. Dann hätten wir noch eine flauschige Puderquaste. Und zu guter Letzt noch eine Monobatterie. So, das war's. Du hast all deine Dinge an die Wand geworfen? Na gut, dann ist der Spaß jetzt wohl vorbei. Man sieht sich. So, jetzt habe ich diese Dinge auch in Sticker verwandelt. Das heißt, jetzt geht jetzt ab ins Museum und in diesem Part werde ich, wie gesagt, das komplette Museum zeigen. Also, ich stelle schon mal darauf ein, dass dieser Part etwas länger werden wird, weil es gibt ja ziemlich viele Sticker zu sehen. Und da möchte ich eigentlich keinen auslassen. Ja, aber jetzt werden erstmal die aufgeklebt, die noch fehlen. Ja, und ihr seht schon, in einigen Räumen brennt wieder Licht. Okay, mal gucken, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange bei der orangen Seite an. Ich mache zuerst mal die Kampfsticker. Weil es gibt nämlich noch 2 Belohnungen hier im Stickermuseum, wenn man jeweils alle Kampfsticker und alle Dingssticker hier aufgeklebt hat, dann öffnen sich nämlich hier hinten noch 2 Türen, wo man in bestimmte besondere Räume hineingehen kann. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, jetzt gehe ich erstmal hier rein. So, was hat mir hier zum Beispiel gefehlt? Ah ja, hier, diese besonderen Sachen von den Gegnern. Ja, ihr seht schon hier einen fasten Schraubenschlüssel und einen Boomerang. Gut, bei den Fässern habe ich eh ein bisschen suchen müssen, bis ich die gefunden habe. Die bekommt man nämlich nur von diesen komischen Schläger-Geist-Typen bei Bowser Juniors Armada. Die kennt man auch aus den New Super Mario Bros. Games. Und die, ja, die werfen mit diesen Fässern und von denen kann man die auch bekommen, wenn man sie besiegt. So, hier. Das Fass. Boxbolde, so heißen die. Boxbolde lassen diesen Sticker gelegentlich fallen. Wirf mit einem Fass nach einem einzelnen Gegner. So, wird natürlich jetzt aufgeklebt. So, noch mehr aufkleben? Ja, weil direkt daneben kommt der Schraubenschlüssel hin. Rocky Schraubenschlüssel lässt diesen Sticker gelegentlich fallen. Lässt dich einzelne Gegner mit Werkzeug bewerfen. Ganz schön brutal, oder? Weil sie mit Schraubenschlüssel bewerfen, das muss so wehtun. Tada! So, und keine Sorge, ich lese die ganzen Texte erst vor, wenn ich jetzt hier fertig bin und fange natürlich auch ganz unten an, also bei Sticker-Wiki Nummer 1 und so, ne? So, und hier natürlich noch der Boomerang. Gut, der war nicht so schwer zu kriegen, den bekommt man von Boomerang-Brüdern. Boomerang. Boomerang-Brüder lassen diesen Sticker gelegentlich fallen. Er fliegt zu dir zurück und kann so besonders leicht mehrere Gegner treffen. Das ist wohl wahr. So, jetzt wäre dieser Raum komplett. Also hier bekommt man eigentlich alle
Arten von Stickern, die man eben von Gegnern bekommt, die sie eben fallen lassen. Also hier den Schneeball, die Stachelkugel, das Fass, den Schraubenschlüssel, den Knochen, den Boomerang, die Bombe, den Sombrero und den Ninja-Wurfstern. Gut, als nächstes einmal hier runter und hier rein. So, was hat mir hier gefehlt? Ah ja, genau hier. Der normale große One-Up-Pilz-Sticker. Habe ich auch ein bisschen suchen müssen, bis ich den gefunden habe. Hier, großer One-Up-Pilz. Füllt deine KP bei jedem Zug ein wenig auf. Ideal für langanhaltende Kämpfe mit penetranten Gegnern. So, den bekommt man auch wirklich nur ein einziges Mal in einem einzigen Fragezeichenblock. Und zwar, glaube ich jetzt, das war bei diesem Rumpelpfad, oder wie das jetzt nochmal hieß. Also ein Level vor dem Grummelvulkan im Dschungel. Damit wäre auch dieser Raum komplett. So, dann haben wir hier unten noch zwei Räume. Genau hier hat mir der Mega Color Grillhammer Sticker gefehlt. Den bekam man auch bei diesem Lava-Level dort. So, hier, Mega Color Grillhammer. Schlägt bei Verwendung eine riesige Flamme, die deinen Gegner gut durchröstet, wirkt aber nicht bei allen Gegnern. Wunderbar. Und schon ist dieser Raum auch komplett. Dann haben wir hier noch einen Raum. So, hier hat mir der ganz gewöhnliche Mega Color Hammer Sticker gefehlt. Den ich hier habe. Mega Color Hammer. Trifft Gegner mit einem extrem kräftigen Hammerschlag. Und dann hat mir tatsächlich auch noch ein etwas leicht zu bekommender, wo ist er denn jetzt? Hier, ein Glitzer-Auerhammer gefehlt. Den kann man sich aber zum Glück kaufen. In dieser Gefriergrotte da. Wo auch ein Stickerladen ist. Und schon hätten wir auch diesen Raum komplett. Und jetzt fehlt hier auf der orangenen Seite nur noch mal ein einziger Raum. Und zwar der hier unten, in der Mitte. So, den letzten Sticker, den ich hier aufklebe, oder? Ne, es sind sogar zwei Sticker. Okay, hier hat mir einmal der Color-Seriensprung gefehlt. So, den habe ich jetzt hier. Color-Seriensprung ermöglicht einen ziemlich kräftigen Sprung nacheinander auf all deine Gegner. So. Und zu guter Letzt noch der allerletzte Sticker, der mir fehlt, ist der Mega-Color-Seriensprung-Sticker. Wo habe ich ihn? Hier habe ich ihn. Mega Color Seriensprung. Ermöglicht dir einen extrem kräftigen Sprung nacheinander auf alle deine Gegner. Tada! So. Na, jetzt habe ich ja alles aufgeklebt. Bevor ich aber jetzt mit ihm hier spreche, kümmere ich mich natürlich noch um die Dings-Sticker. Da fehlen mir ja wie gesagt auch noch einige. Gut, hier drin, ah, da haben wir den Heizkörper, den Föhn, den Ofen und gefehlt hat mir hier eben die Lupe. Und wisst ihr, wo die Lupe gewesen ist? Die war auch nochmal in diesen Treibsandruinen versteckt und zwar gab es da einen Sarg, also besser gesagt einen Sarkophag, den man öffnen konnte und wenn man da dann dieses eingewickelte Etwas von den Bandagen befreit hat, konnte man da sogar nach hinten durchgehen. Das habe ich einfach nicht sofort gesehen. Ja, hier Lupe. Lässt die Dinge auf wundersame Weise größer erscheinen, als sie sind. Ja, das ist wohl wahr. Okay, die Lupe ist aufgeklebt. Ja, dann haben wir noch die Streichhölzer und das Feuerzeug, alles was halt Feuer macht. Hier drüben. Ah ja, genau, hier hat mir was gefehlt. In dem Fall eben die Puderquaste. Seine Weichheit macht es so angenehm, damit Puder im Gesicht aufzutragen. Viel angenehmer ist zum Beispiel mit einem Ziegelstein. Ey, wer macht denn sowas? Was, so ein Ziegelstein ins Face klopfen? Nee, nee, nee. So, die war übrigens doch im Scheigerdschungel versteckt, aber in eben so einem Geheimraum. Wie so ziemlich alle anderen Dinge, die ich eben bislang noch nicht gefunden hatte. Das war dann oft so, dass man hinter irgendwelche Mauern und Wände springen konnte und dann halt da nach hinten ging und dann hat man eben doch noch einen geheimen Raum entdeckt, wo eben diese Dinge verborgen waren.
So, hier haben wir den normalen Schwamm und den Autoschwamm. Das Kissen, das normale Bett und das Himmelbett. Der Raum ist auch komplett. So, schwupps, hier unten. Was hat hier noch gefehlt? Ah, genau, der Spielzeugschläger. Spielzeugschläger wird beim Sport verwendet und ist für Kinder auch viel sicherer. Zack! Ja, deutlich kleiner und schwächer natürlich als der normale Baseballschläger. Aber der haut sich auch ganz schön rein. So, das ist wie gesagt der große Baseballschläger. Dann haben wir hier noch diesen Kanister, das Becken und die Tonne. Und gleich nebenan haben wir... Was fehlt hier noch? Aha, Glühbirne, Taschenlampe, Scheinwerfer. Ah ja, genau. Die Knopfzelle und auch die normale Batterie. Okay, gut, gebe ich eben erstmal die Monobatterie auf. Der große Bruder der CAA und AAA Batterien. Das ist richtig. So, aber hier trotzdem noch die Knopfzelle. Richtig klein. Ist eigentlich oft in irgendwelchen Armbanduhren drin. So, Knopfzelle. Weil es einfach nicht praktisch wäre, deine Uhr in die Steckdose zu stecken. Ja, das wäre echt seltsam. Das ist wohl wahr. Tada. Gut, ich glaube, jetzt fehlt auch mir nur noch mehr ein letzter Dingsticker oder so. Kann das sein? Nein, das war's sogar schon. Okay, Leute, das war's. Das heißt, ich sortiere nochmal das Album. Und dann spreche ich mit dem Bürgermeister. Das ist ja hier der Bürgermeister, dem dieses Sticker-Museum gehört, und der wird jetzt sicher mächtig überrascht sein. Mario, ich glaube es ja nicht. Du hast die Kampfsticker-Abteilung des Museums komplett gefüllt. Fantastiktastisch. Weißt du, ich glaube, um das zu feiern, eröffnen wir eine Sonderausstellung. Na, was sagst du dazu? Mario, du haust mich um, im Ernst, du hast gerade die Dingsticker-Abteilung des Museums komplett gefüllt. Absolut fantastischer meisterlich. Weißt du, ich glaube, um das zu verändern, öffnen wir eine Sonderausstellung. Na, was sagst du dazu? Mario, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Endlich, du hast alle Sticker gesammelt. Das Museum ist vollständig gefüllt. Endlich, endlich, endlich ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Du bist der größte aller Meister-Sticker-Sammel-Champions. Ja, wir haben es geschafft. Und weil auch ich geholfen habe, kann ich sicher Vizekuratorin des Museums werden, oder? Ja, warum denn nicht? Vizekuratorin Kelsey, das hat doch was. Und du, Mario, du hast einen schicken, hornigen Schnauzbart. Wie wäre es, wenn du Ehrenkurator des Museums würdest? Yeah! Yippie! Super! Awesome! Oh yeah! Ist doch geil! Ja, also jetzt sind hier hinten noch zwei Sonderausstellungen zugänglich geworden, aber jetzt sehen wir uns doch erst einmal die Sticker an sich an. Ich glaube, hier müssten wir anfangen, oder? Genau, hier sind die Sprünge, ne? Hier. Abgenutzter Sprung. Sticker-Wiki Nummer 1. Angriffskraft 1. Treffer Boden, Bodennähe, Luft. Kurzinfo. Derart schwache Sprungattacke, dass Läden, die etwas auf sich halten, sich weigern, sind Sortiment aufzunehmen. Tja. So, ich mache das jetzt etwas schneller, dass das nicht zu extrem lange dauert, weil es sind ja verdammt viele Sticker. Sprung. Sticker-Wiki Nummer 2. Sprungattacke. Sollte nicht gegen stachelige Gegner verwendet werden, um Selbstgefährdung auszuschließen. Glitzersprung. Angriffskraft 2. Ziemlich starke und elegante Sprungattacke, leider trotzdem nicht geeignet für stachelige Gegner. Das stimmt. Kalersprung, Sticker-Wiki Nummer 4, Angriffskraft 3. Richtig starke und elegante Sprungattacke, leider immer noch nicht stark genug für stachelige Gegner. Großer Glitzersprung, Sticker-Wiki Nummer 5, Angriffskraft 4. Etwas größer und glitzernder als das Standardmodell, hat einen leichten Knittereffekt auf Gegner. Und hier natürlich die stärkste Variante davon, der Mega-Color-Sprung, Sticker-Wiki Nummer 6, Angriffskraft 5. Riesige glitzernde Attacke mit enormer Stampf- und Knitterwirkung, eine Zierde jeder Sticker-Sammlung. Sieht doch richtig cool aus. So, und dann hier, der Eisensprung, Sticker-Wiki Nummer 7, Angriffskraft 1. Wie der Name schon sagt, ein Kampfsticker, der für stachelige Gegner erzittern lässt, für solide Stampfattacken. Doch das lässt sich wieder steigern, hier der Glitzereisensprung, Angriffskraft 2. Ermöglicht etwas stärkere Attacken auf stachelige Gegner, trotz hohen Eisenanteils ein erfreulich leichter Sticker. Color Eisensprung, Angriffskraft 3, ermöglicht kräftiges Stampfen ohne Angst vor stacheligen Trefferzonen, Eisen in seiner schönsten Form.
großer Glitzereisensprung, Angriffskraft 4. Ermöglicht starkes Stampfen auf stachelige Gegner, dabei unglaublich leicht für einen so großen Sticker. Und natürlich noch der Mega-Color-Eisensprung, Angriffskraft 5. Lässt sich auch auf stachelige Gegner so extrem stark stampfen, dass es im Kampf schon fast ein bisschen unfair ist. Tja, das war eben der Raum mit den Sprungstickern. Sowohl die normalen als auch die Eisensprungsticker. So, dann haben wir hier die Spezialabteilung, sage ich jetzt mal hier. Der Hüpfpushen, Stickerwege Nummer 12, Angriffskraft 1, Treffer, Boden, Boden, Air, Luft. Eine ziemlich schwache Stampfattacke mit Kampfpantoffeln. Gutes Timing ermöglicht bis zu 10 Wiederholungen. Ja, wieder stärker, der Glitzerhüpfpushen, Angriffskraft 2. Eine nicht wirklich starke Attacke, die aufgrund überragender Federtechnik bis zu 10 Mal treffen kann. Kalle-Hüpf-Pushen, Angriffskraft 3. Ein bunter Sticker im eher uncoolen Pushen-Design, der bis zu 10 Stampfattacken in Serie ermöglicht. Großer Glitzerhüpf-Pushen, Angriffskraft 4. Eine trotz ihrer Größe nur schwache Attacke, aber 10 Sprünge ergeben 10 Stampfattacken und das zählt. Ja, das stimmt. Mega Kalle-Hüpf-Pushen, Angriffskraft 5. Ein großer glitzernder Pantoffel, aber einer, der 10-mal zustampft und damit ein Pantoffel für echte Helden. Das ist wohl wahr. Und hier der Seriensprung, Stickerbeginn Nummer 17, Angriffskraft 1. Ermöglicht bei gutem Timing mehrere zunehmend schwächer werdende Stampfattacken auf mehrere Gegner hintereinander. Also relativ praktisch. Habe ich auch oft und gerne verwendet. Noch lieber verwendet habe ich natürlich den Glitzer-Seriensprung, Angriffskraft 2, um einen Seriensprung mit etwas mehr Wucht und um Gegner mehrmals zu treffen. Aller guten Dinge sind drei, versuch's mal. Kaller-Seriensprung, Angriffskraft 3, ein quietschbunter Seriensprung mit Knalleffekt beim Angriff, der stärkste der kleinen Seriensprünge. Ja, es geht natürlich auch größer. Der große Glitzer-Seriensprung, Angriffskraft 4. Ein Sticker, dessen Größe seiner Kraft bei Sprungattacken würdig ist, gibt dir die Power für effektive Sprungserien. Oh ja. Und hier der Mega-Color-Seriensprung, Angriffskraft 5. Der stärkste Sticker der Seriensprungserie. Erfreue dich bei bis zu 3 Sprüngen pro Gegner an seiner Kraft. Sieht doch richtig cool aus. So, weiter geht's in den nächsten Raum. Ah ja genau, hier, der Color-Klonsprung, Angriffskraft 3. Lässt 4 Marios nacheinander auf den Gegner springen und diese auch schon mal zerknittern. Ja, hier seht ihr, dass es gleich mit Color anfängt, da gibt es keine normalen Klonsprünge, keine Glitzer-Klonsprung-Sticker. Aber es gibt einen großen Glitzer-Klonsprung, Angriffskraft 4. Ein gigantischer Klonsprung, dessen Angriffskraft seiner schieren Größe und Funkelqualität geschuldet ist. Und natürlich, stärkste Variante hiervon, der Mega-Color-Klonsprung, Angriffskraft 5. Ein Angriff, der 4 hochgezüchtete Marios ins Feld wirft und den Gegner ganz zerknittert zurücklässt. Tja, ja. So kann's gehen. Und hier, der Color-Endless-Sprung, Angriffskraft 3. Ein relativ schwacher Angriff, der sich aber fast beliebig oft wiederholen lässt. Schaffst du die vollen 100 Sprünge? Großer Glitzer-Endlos-Sprung, Angriffskraft 4. Ein etwas größerer, doch immer noch recht schwacher Sprung, der sich aber trotzdem 100 Mal wiederholen lässt. Und in meinen Augen einer der absolut besten Sticker überhaupt, der Mega-Color-Endlos-Sprung. Sticker-Wiki Nummer 27, Angriffskraft 5. Diese Attacke soll Erleuchtung bringen, wenn du deinen Geist leerst und eins mit dem Sprung wirst. Müsst ihr mal vorstellen, mit dem Ding kann man auch bis zu 100 Mal auf einen Gegner springen und das ist dann echt awesome. Daher auch der Name Endlossprung. Ich meine, gut, wirklich endlos nicht, aber 100 Mal ist schon ganz schön viel. So, gehen wir ein Stückchen weiter nach oben in den nächsten Room. Ah ja, hier sind die Hammersticker. Abgenutzter Hammer, Stickerwege Nummer 28, Angriffskraft nur 1. Oh, dieser Kampfsticker sieht zwar nicht besonders toll aus, aber dafür ist der zugehörige Angriff auch nicht so stark. Hammer, Angriffskraft 1. Ein Hammer, der Bodengegner platt klopft, aber gegen fliegende Angreifer leider nutzlos ist. Nutze ihn clever. Glitzerhammer, Angriffskraft 2. Eine Hammerattacke, die durch längeres Halten sogar noch verstärken kannst. Übertreibe es aber nicht, sonst schlägt der Angriff fehl. Das ist wohl wahr. Kalahammer, Angriffskraft 3. Einer von vielen Hämmern, die mehrere Bodengegner auf einmal treffen können. Kollateralschäden nicht ausgeschlossen. Großer Glitzerhammer, Angriffskraft 4. Großer glitzernder Hammer, der den Gegner gewaltig trifft. Schlag nur nicht daneben, das wäre wirklich zu schade. Oh ja. Und hier natürlich der Mega-Color-Hammer, Angriffskraft 5. Hammer mit unglaublicher Angriffskraft. Der angreifende Gegner und seine Nachbarn werden hart getroffen. Ja, also aufpassen.
Hier direkt daneben der Auerhammer. Angriffskraft 1. Treffer Boden, Bodennähe. Ein Angriff, der Gegner von der Seite trifft. Gutes Timing schickt den Gegner auf einen unverhofften Freiflug. Ja, da fliegen sie ja quer über den ganzen Kampfbildschirm. So, etwas stärker der Glitzer-Auerhammer. Angriffskraft 2. Der seitliche Schlag dieses Hammers macht Gegner schwindelig und verringert die Präzision ihrer Angriffe. Kala-Auerhammer. Angriffskraft 3. Ein Angriff, der zwar nur einen einzigen Gegner trifft, allerdings so hart, dass ihm davon schwindelig werden kann. Großer Glitzer-Auerhammer. Angriffskraft 4. Ein großer Hammer, der großen Schaden anrichten kann. Wofür aber dasselbe perfekte Timing wie immer nötig ist. Ja, das versteht sich ja von selbst. Mega-Kala-Auerhammer. Angriffskraft 5. Ein mächtiger Angriff, der Gegner von den Socken haut und sie oft auch schwindelig macht. So, nächster Raum. So, weiter geht es mit den Spezialhämmern. In diesem Fall der Huchhammer, Angriffskraft 1. Sieht aus wie ein Spielzeughammer, trifft den Gegner dafür allerdings bis zu 5-mal. Autsch, 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 autsch. Glitzerhuchhammer, Angriffskraft 2. Etwas stärkere Attacke mit dem Spielzeughammer wird mit jedem Schlag etwas weniger peinlich für den Nutzer. Okay. Kala-Huchhammer, Angriffskraft 3. Ein ziemlich großes Angriffsspielzeug. Triff 5-mal, dann hörst du auch das Autsch, 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 Autsch. Ja, ja. Hier der große Glitzer-Huchhammer, Angriffskraft 4. Wird wie jeder Huchhammer mit jedem von bis zu 5 Schlägen etwas stärker, ist aber größer als die anderen. Und auch hier wieder die stärkste Variante, der Mega-Kala-Huchhammer, Angriffskraft 5. Ein XXL-Angriffsspielzeug mit ordentlich Wumms. Und das bis zu 5-mal. Wum, 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 huch! Und hier drüben der Wurfhammer, Angriffskraft 1, Trefferzone, Boden, Bodennähe, Luft. Ein Hammer, der sich werfen lässt und bei gutem Timing alle Gegner trifft, auch die Fliegenden. Bei schlechtem Timing aber leider nicht. Oh, eine Runde Mittel für den Wurfhammer. Glitzerwurfhammer, Angriffskraft 2. Wie immer gilt, drückst du zu lange, schlägt der Angriff fehl, wirfst du aber zu schnell, triffst du nur einen Gegner. Kala-Wurfhammer, Angriffskraft 3. Hammer, der sich werfen lässt und den vordersten Gegner am härtesten trifft, die hinter ihm aber auch nicht schont. Großer Glitzerwurfhammer, Angriffskraft 4. Dieser handliche glänzende Hammer trifft deinen Gegner von oben, bevor sie wissen, was da auf sie zukommt. Und der Mega-Kala-Wurfhammer, Angriffskraft 5. Großer, schicker Hammer, den man gut werfen kann. Eigentlich viel zu schade zum Werfen. Gut, dass er jetzt hier hängt. Ja, so kann man das auch sehen. Okay. Nächster Raum, bitte. So, hier haben wir die restlichen Spezialhammer-Sticker. Unter anderem den Mäh-Hammer. Angriffskraft 1, Treffer Boden, Boden, Nähe. Ein Hammer, der bei gutem Timing den Gegner einschlafen lässt und ihm gleichzeitig noch Schaden zufügt. Großer Glitzer-Mäh-Hammer, Angriffskraft 4. Auch der aufgeweckteste Gegner schläft ein, wenn das Timing deines Schlages gut genug ist. Ein praktischer Hammer. Mega-Kala-Mäh-Hammer, Angriffskraft 5. Hammerattacke, die Gegner bei gutem Timing auf die Bretter schickt und dort sofort einschlafen lässt. Aber wehe, dein Timing ist schlecht. Ja, das wäre dann nicht so gut. Hier der Grillhammer, Angriffskraft 1. Die kleine Flamme dieses Hammers ist ideal zum Rösten kleiner Fische. Bei schlechtem Timing fliegen keine Funken. Tja. Großer Glitzergrillhammer, Angriffskraft 4. Hammer mit heißer Flamme, der gegen Käfer aller Art allerdings völlig ineffektiv ist. Ja, das ist leider wahr. Und die stärkste Variante, der Mega-Kala-Grillhammer, Angriffskraft 5. Enorm heiße Flammenattacke, die allen getroffenen Gegnern gleich viel Schaden zufügt. Wir wollen eben unbedingt, dass du gewinnst. Ja, ich auch. Und hier die kalte Variante, der Kühlhammer, Angriffskraft 1. Ein Hammer, der dem Gegner einen eisigen Hauch von Arktis ins Gesicht bläst, sofern dein Timing stimmt. Großer Glitzerkühlhammer, Angriffskraft 4. Ein Hammer, den der Kältehasser hasst, dem der Frostfreund aber freundlich gegenübersteht. Ist doch logisch, oder? Ja. Und hier hätten wir noch den Mega-Kala-Kühlhammer, Angriffskraft 5. Lässt deine Gegner durch eine brutale Kältewelle XXL Frostschäden erleiden, aber nur, wenn du es nicht verpatzt. Das ist richtig. So, gehen wir noch weiter rauf. Wir warten nochmal 3 Räume und da oben dann noch ein letzter. Ah ja, genau, hier diese anderen Spezialsticker, so nenne ich die halt gerne. Der Superstiefel hat nämlich keine Angriffskraft und keine Trefferzone, weil die ja auch passiv wirken. In diesen Stiefeln weichst du Angriffen extrem leicht aus und die Kraft nachfolgender Sprungattacken wird erhöht. Geht aber noch besser.
der Glitzer-Superstiefel. Defensivsticker, der die Angriffskraft nachfolgender Sprünge erhöht, setze ihn am Anfang des Kampfes ein. Also man könnte sagen, das sind Defensivsticker, weil wir mit denen nicht direkt angreifen, sondern uns eher verteidigen oder uns einen anderen Vorteil verschaffen. Hier hätten wir auch noch den Schweif. Schweif, der Luftgegner abwehren kann, wenn du ihn mit dem richtigen Timing schwingst. Und die stärkere Variante davon, der Glitzerschweif. Imposanter Schweif, der Luftgegner und Projektile zu ihrem Ausgangspunkt zurückschlägt. Außerdem herrlich weich. Ach, der ist sicher so wunderbar flauschig. So, und hier haben wir noch den Froschanzug hier. Ausweichen wie ein Froschmann und dabei die Angriffskraft der nächsten Stick erhöhen. Echte Froschpower. Ja, aber nicht so gut wie der Glitzerfroschanzug. Stärkeres Ausweichen darüber, dass die Angriffskraft der Folgesticker stark erhöht. Nicht schlecht für einen Froschen. So, und hier der Pickelhelm. Hat zwar nichts mit Pickeln zu tun, aber na egal. Konterattacke, die Luftgegnern eine stachelige Überraschung bereitet, wenn sie dich von oben angreifen wollen. Glitzerpickelhelm. Eine stärkere Attacke mit Pickelhelm sticht zeitgleich mit dem Angriff zu, um diesen noch effektiver zu kontern. Und davon die stärkste Variante, der Color-Pickelhelm. Doppel-Plus-Version des Pickelhelms, der stechenden Schmerz verursacht. Bei gutem Timing extrem Aua. Also beste Erklärung überhaupt, ne? Bei gutem Timing extrem Aua. Erklärt sich ja wohl von selbst. So, hier nebenan hätten wir die Blumensticker. So, hier die klassische Feuerblume. Stickerbeginn Nummer 67, Angriffskraft 2, Treffer Boden, Bodennähe. Schießt einen Feuerball pro Gegner ab, erreicht aber leider keine Luftgegner. So hoch fliegen Feuerbälle nicht. Schade. Glitzerfeuerblume, Angriffskraft 3. Ein Feuerball pro Gegner, wie üblich, erhöht gutes Timing die Angriffskraft des Stickers. Und hier die stärkste Variante natürlich die Color-Feuerblume, Angriffskraft 4. Stellt für jeden Gegner am Boden sowie in Bodennähe einen individuell angefertigten Feuerball zur Verfügung. So, die kalte Variante hiervon natürlich die Eisblume, Angriffskraft 2. Schleudert deinen Gegner einen Eisball pro Nase entgegen, eiskalt, aber nicht wirklich erfrischend, wirkt nicht bei Fluggegnern. Glitzer-Eisblume, Angriffskraft 3. Eine stärkere Eisballattacke, bei der es erdgebundenen und bodennahen Gegnern eiskalt den Rücken runterläuft. Das ist wohl wahr. Und dann haben wir hier natürlich noch die Color-Eisblume, Angriffskraft 4. Eiskalte Attacke, die deinen Gegnern eine einmalig winterliche Erfahrung bietet, bei gutem Timing extra kalt. Das ist wohl wahr. Genau, und hier nicht nur Blumensticker, sondern auch noch die Powerblöcke. So, Powerblock, Angriffskraft 2, Trefferzone, Boden. Ein Angriff, der Gegner am Boden gnadenlos zerknittert. Du hast zwei Versuche, gutes Timing ist hier alles. Und auch hier wieder stärkere Varianten, der Glitzer-Powerblock, Angriffskraft 3. Ein Angriff, der größeren Schaden verursacht und bei gutem Timing den Gegner sehr wahrscheinlich stark zerknittert. Und der Color Power Block, Angriffskraft 4. Schon am Design des Stickers erkennt man seine enorme Angriffskraft. Auch seine Knitterwirkung ist gewaltig. Oh ja. So, next room please. So, was haben wir hier drüben? Ah ja, Panzer und Pilzsticker und so weiter und so fort. Panzer, Stickerbeginn Nummer 76, Angriffskraft 2, Trefferzone Boden. Ein Panzer, der Gegner reihenweise umhauen kann, wenn du ihn ins Rollen bringst. Bei guten Timing wird er sogar noch stärker. Glitzerpanzer, Angriffskraft 3. Stampfe im Feld auf Coopers, um ihre Panzer abzulösen, schieße dann mit dem Panzer weitere Angreifer ab. So, und hier extrem selten, aber auch extrem stark, der Color-Panzer, Angriffskraft 4. Achtung, starker Panzer, großer Schaden. Wenn dein Timing stimmt, wird der Schaden fast verdoppelt. Das ist vor allem ein blauer Panzer, der erinnert mich irgendwie gerade an Cooper aus dem allerersten Paper Mario, weil der hatte damals einen blauen Panzer und war auch sehr stolz drauf. So, und hier die ganzen Pilzsticker. So, der normale Pilz. Unglaublich wichtiger Sticker, der im Kampf deine KP wiederherstellen kann. Solltest du immer bei dir haben. Geht natürlich noch besser mit dem Glitzerpilz, ein Item, das seine KP stärker erhöht als ein normaler Pilz, sollte nur in höchster Not eingesetzt werden. Es geht aber noch besser, der Color-Pilz. Mächtiger Pilz, der verbrauchte KP effektiv regeneriert, gutes Timing verschafft, dir auch hier einen Bonus. Dann haben wir hier noch den großen One-Up-Pilz. Sticker, der dir zeigt, wie toll große Pilze sind. Erfrischt über 10 Runden stückweise deine KP. Und noch etwas stärker, der große Glitzer-Warner-Pilz. Glitzernder KB-Erfrischer, der über 10 Runden seine Wirkung entfaltet. Für perfektes Timing achte auf Marios Jubelgeste. So, und hier nicht so toll, der Giftpilz. Oh nein, ein Item, das dich vergiftet, aber wenn dich ein Gegner berührt, während du vergiftet bist, dann
wieder logischerweise irgendwie auch vergiftet. Ah ja, und dann haben wir hier noch die Blattsticker und die Geheimdieser als Sticker. Blatt. Sehr hilfreicher Sticker, der jeden Angriff exzellent werden lässt und jeden Block erfolgreich macht. Glitzerblatt. Sieht genauso aus wie ein gewöhnliches Blatt, ist aber durch das Glitzerdesign sie hier viel mehr wert. Das stimmt, 50 Münzen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir hier noch die Geheimtür. Öffnet einen Weg zu geheimen Orten, kann aber auch zur Flucht aus einem Kampf genutzt werden. Ja, habe ich eigentlich noch nie gemacht, ich habe die immer aufgeklebt, um geheime Räume zu entdecken. So, und jetzt gehen wir nach oben zum letzten Raum auf der rechten Seite. Eben mit diesen Angriffs-Items aus den Kämpfen an sich, ne? Also was die Gegner quasi immer fallen lassen. Da haben wir zuerst mal den Schneeball. Stickerwinkel Nummer 88, Angriffskraft 3, Trefferzone, ist egal. Eisiger Schneeball, der alle Bodengegner brutalstmöglich umhaut, findet sich oft bei Schneespikes. Ganz genau. Pieksball, Stickerwinkel Nummer 89, Angriffskraft 3, stachelige Stahlkugel, die von Spikes hervorgewürgt wird, bringt bei gutem Wurftiming zusätzlichen Schaden. Dann hier eben nochmal das Fass, Stickerwinkel Nummer 90, Angriffskraft 3, von Boxbolten geworfenes Fass ist so schwer, dass du beim Werfen besser sehr gut aufpasst. Dann hier der Schraubenschlüssel, Angriffskraft 3, ein Wurfschraubenschlüssel, der bei korrekter Anwendung einen großartigen Spin entwickelt. Knochen, Angriffskraft 3, aus dem Skelett eines Knochen trocken, ein Knochen, der Gegner mit einem satten Donk schmerzhaft treffen kann. Das ist wohl wahr. Hier der Boomerang, Angriffskraft 3, der geliebte Boomerang der Boomerang-Brüder, wirf locker aus dem Ellbogen für ordentlich Bums. Ja, sie kann auch mehr Bums, macht natürlich eine Bombe. Angriffskraft 3, aus dem Bombenbestand eines Bob-Arm, garantiert bei korrektem Einsatz einen echten Knalleffekt in jedem Kampf, das kannst du laut sagen. Dann haben wir hier noch den Sombrero, Calimero mit Sombrero, Angriffskraft 3, Sombrero, wie ihn Sombrero-Geist gerne tragen, der Wurfwinkel bestimmt, wie lässig die Attacke letztendlich wirkt. Und zu guter Letzt noch der Wurfstern. Angriffskraft 3. Ein Wurfstern, wie ihn die Ninjis gerne nutzen, konzentriert, dann ist das Timing dieser Attacke wirklich einfach. Auch sehr häufig zu sehen bei Naruto. So, das waren jetzt alle Kampfsticker und jetzt gehen wir natürlich hinüber in die blauen Räume hier. Ich glaube, da fange ich auch wieder unten an. Oder? Schauen wir mal. So, ah ja, genau. Ja, fangen wir hier an. Die Scherensticker sind nämlich hier unter anderem zu finden. Die Nähschere. Ja, da fängt es auch wieder an mit Stickerbeginn Nummer 1, bin ich also richtig. Fundort Bowsers Eisfestung. Forschungsnotizen. Wenn eine Gruppe Toads beim Abschuss hilft, schießt dieses Katapult einen Fluggast in den Orbit. Hüte dich aber vor der Klinge dieses Prototypen. Oh ja, ist ganz schön scharf. Geht aber eben noch schärfer. So, warte kurz, ich muss mal kurz was trinken, wenn erlaubt ist. Ah, schon besser. So, hier hätten wir jetzt die Haarschere. Stickerwinkel Nummer 2. Fundort Urlaubsparadiesoase bei einer Geheimtür. Wie andere Schneidgeräte erfordert auch dieses einen Toad in jedem der beiden Cockpits. Ein drittes sollte allerdings das Steuer übernehmen. Also, ich finde das so genial, was da für Texte stehen, wie die hier mit diesen Dingern umgehen. So, und dann haben wir hier noch die normale Schere. Fundort warme Kuschelfelder. In den Händen fähiger Piloten kann dieses Gerät so ziemlich alles schneiden, eine Erfindung, die das Toad-Bauwesen voranbringen wird. Und die allerstärkste Schere überhaupt, die Schneiderschere. Fundort Scheigerdschungel hinter einer Geheimtür. Ein paar miteinander verbundene Klingen, eventuell aus der Landschaftsgärtnerei. Geübte Toads können es zu zweit bedienen. Ja, also wir sehen ja, bei den Dingstickern gibt es genauso wie bei den Kampfstickern eben auch eine Steigerung in der Angriffskraft. Also wir sehen eben, am schwächsten ist die Nähschere, weil sie auch am kleinsten ist. Dann gut, die Haarschere ist etwas stärker, aber damit lassen sich eben auch nur eher weiche Haare schneiden. Dann die normale Schere nimmt man halt zum Papier und Karton zerschneiden und irgendwie so. Und die Schneiderschere, die nimmt man halt dann eben, um harte Materialien zu zerschneiden, wie zum Beispiel Leder oder irgendwie sowas, was halt früher ein Schneider so alles verwendet hat. So, dann hätten wir hier... Ah ja, die Dinger, die Wind machen. Der Blasebalg, Stickerwege Nummer 500, Kavumino-Gebirge hinter einer Geheimtür. Ein Windrad-Antriebsgerät, das eine ganze Hundertschaft von Toads zur Bedienung erfordert und somit ein ideales Beispiel für Ineffizienz ist. Ach so? Na gut. Dann hier der Papierfächer, Stickerwege Nummer 6, Fundort Yoshi-Sphinx hinter einer Geheimtür.
kann aufgrund seiner Größe nur bei den größten Sieben eingesetzt werden, ist dafür aber ein imposanter Anblick. Das Zeichen heißt angeblich Plätten. Ja, also dieses Kanji-Schriftzeichen auf dem Fächer, das heißt also Plätten, weil ich kann das leider nicht selber lesen. Kann leider kein Japanisch, würde es aber gerne können. So, und hier der Ventilator, eines der ersten Dinge, die wir überhaupt gefunden haben. Der Fundort war nämlich der Floragarten. Ein Gerät, das richtig viel Wind macht, sehr nützlich bei großen Sportevents, um dem Gebrüll der Fans entgegenzuwirken. Ach so? Na gut, ein Ventilator. Werde ich in meinem Zimmer auch bald wieder aufstellen müssen, wenn Sommer ist, weil sonst ist das hier echt unerträglich. So, dann haben wir hier die... Ah ja, die Staubsauger. Genau, hier. Der Mini-Staubsauger. Fundort Schulschnellen Geheimtür. Das kleinste von mehreren Diensten, die offensichtlich als Saugmechaniken verwendet werden. Sehr manövrierfähig, aber mit geringer Kapazität. Ja, dafür kommst du auch in alle Ecken und Ritzen. Bürststaubsauger. Fundort Trippeltrapphöhlen Geheimtür. Ein Mitglied der Saugdingsfamilie, das in aufrechter Position auf Beute lauert, um sie dann einzusaugen, sobald sie nah genug ist. Und die stärkste Variante, der Staubsauger halt. Ein großes, klobiges Ding, schon etwas älter im Design, würde ich mal sagen. Fundort Stickersförde. Mechanisches Dings, das offensichtlich nur einen Zweck hat, alles in der Nähe aufzusaugen. Nicht unbedingt lebendig, auf jeden Fall aber hungrig. Das ist wohl wahr. Gut, im nächsten Raum haben wir die Wassersticker, ne? Hier die Gießkanne, Stickerbeginn Nummer 11, Fundort Villa Mysteria. Ein Dings, das beim urbanen Rückbau eingesetzt wird, ist der Tank mit Wasser gefüllt, kann es jede Papier- und Pappkonstruktion rasch destabilisieren. Das kann ich mir vorstellen. So, dann natürlich etwas stärker, der Wasserhahn, Fundort Flusshöhlenpfad. Hydroelektrischer Damm, der vermutlich seine besten Tage hinter sich hat. Selbst ein kräftiger Tod öffnet das Ventil nur mit einem perfekten Wirbelsprung. Ja, gewöhnlicher Wasserhahn. So, dann haben wir hier noch die Teekanne. Ja, die Teekanne macht den Tee. Fundort Kettenhundruinen. Antike Alarmanlage für eisige Gegenden. In Ofennähe aufgestellt, wurde sie aktiviert und ihr Inhalt zum Kochen gebracht, wenn Einbrecher die Heizung auftreten. Ja, ist ja oft so, ne, wenn es ein Einbrecher ist, dass du den mal fragst, ne, wollen wir nicht lieber einen Fencheltee trinken oder sowas. So, dann haben wir hier die Musiksticker. Die Trompete. Fundort Goomba Castle. Ventilbasiertes Alarmsystem des Nutzers so kräftig wie möglich in den Mechanismus pusten muss. Das Resultat ist ein Alarmton, den Eindringlinge nicht so schnell vergessen. Ja, das haben wir ja gehört, wie der eine Kumba da abgegangen ist, um die Bonbons da aufzuwecken. Dann hier ein echter Klassiker, die Violine. Fundort Wirrwald Geheimtür. Dings zur akustischen Kriegsführung, das von einer Toad-Einheit zum Klingen gebracht werden muss. Je einer an den Vibrationskabeln sowie zwei an jeder Seite der Friktionsmechanik. Und, was auch richtig reinhaut, die Gitarre. Oh, das sieht eher aus wie eine E-Gitarre. Fundort Krummelvulkan Geheimtür. Dieses Dings, eine hochentwickelte Audiowaffe, verwendet Elektrizität, um Todkraft zu ersetzen. Ein einzelner Tod richtet mit sogenannten Angriffssoli verheerenden Schaden an. Oh yeah. Gut, dann gehen wir mal eine Ebene weiter rauf in den nächsten Raum. Ah ja, genau, jetzt haben wir hier die Schlagsticker quasi, ne, hier, die Zeitung. Fundort Schaumkronenstrand, Geheimtür. Ein Beleg für die Macht des Papiers. Diese aufgerollte Röhre einzelner Blätter symbolisiert die Kraft, die aus der Einigkeit vieler entstehen kann. Ja, das stimmt. Viele Blätter Papier zu zerreißen ist dann gar nicht mehr so einfach, wenn das ein richtig dicker Stapel ist. So, dann hier, der Spielzeugschläger, Fundort Scheiger-Dschungel. Aufgrund des Durchmessers dieses Zylinders ist das Schwingen beim Angriff ein leichtes, seine Präzision wird aber durch einen lauten Knall erkauft, der schnell zum Ärgernis werden kann. Ja, kann gut sein. Man kann auch erkennen, dass da ein Pilz aufgemalt ist, ne, von Super Mario. Und hier natürlich der klassische Baseballschläger, wo sogar Mario draufsteht. Fundort Treibsandruinen. Bei korrekter Anwendung dient dieses hölzerne Objekt zur Beschleunigung von Rundprojektilen. Wer das Graffiti auf dem Dings verbrochen hat, ist leider ungeklärt. Ja, das war wohl Mario selbst. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, es gibt ja sogar zwei Baseball-Mario-Games. Eins für den GameCube und eins für die Wii. Der Wii-Teil ist allerdings leider nie bei uns erschienen. Muss aber auch dazu sagen, ich habe auch den GameCube-Teil nie gespielt, weil mich Baseball nicht so wirklich interessiert. Zählt aber halt auch zu den Mario-Sport-Games dazu. So, weiter geht's mit dem Kanister. Fundort Hohlstumpf, Geheimtür.
Metallcontainer, dessen Verwendungszweck völlig unbekannt ist. Gelehrte gehen davon aus, dass irgendwann einmal eine Katze darauf geschlafen hat. Eine Katze? Wieso das denn? Sieht immer noch gar keine Pfotenabdrücke. Ich habe keine Ahnung warum. Egal, machen wir weiter. Das Becken. Fundort Holperpfad. Ah ja, genau, Holperpfad. Ne? Hier, Geheimtür. Anscheinend mit echtem Gold überzogene, solarbeheizte Badewanne aus dem Nachlass eines reichen Tods, der wohl vergessen hatte, dass er auch nur aus Papier war. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Tonne. Fundort Bowlicht und Geheimtür. Über den Inhalt dieses Riesenkanisters wurde schon viel diskutiert, aber ein Aufbrechen der Hülle könnte den Inhalt zerstören. Deshalb ist der Behälter bis zum heutigen Tage verschlossen. Tja, sieht eigentlich aus wie ein Fass mit Rohöl oder so, Erdöl. Es kann aber auch Wasser drin sein oder was weiß ich, oder irgendwelche Chemikalien. Das werden wir wohl nie erfahren. So, next room please. Ah ja, die leuchtenden Sticker, die Licht machen. Die Glühbirne, Fundort Yoshi Sphinx. Dieses birneförmige Objekt birgt in sich einen glühenden Faden. Aufgrund eines Konstruktionsfehlers dringt das im Inneren entstandene Licht jedoch unweigerlich nach draußen. Nach außen, ja. Warum ist das ein Konstruktionsfehler? Das ist doch der Sinn einer Glühbirne, hallo? Dann haben wir die Taschenlampe. Fundort Glimmerhornlift Geheimtür. Kompakter Leuchtturm, der als mobile Einheit konstruiert wurde. Da er jedoch vertikal nach oben strahlt, ist sein praktischer Nutzen für die Schifffahrt höchst umstritten. Ja, was die alles für Ideen haben. Und hier, richtig mächtig, der Scheinwerfer. Fundort Lauballee Geheimtür. Akademikern ist es ein Rätsel, wieso an diesem lichtgebenden Dings Jalousien angebracht wurden. Scheint dieses Vorgehen jedoch dem direkten Zweck des Dings hinderlich zu sein. Ja, aber auch nur, weil die nicht wirklich checken, dass das trotzdem einen Sinn macht. So, und hier jetzt eben die Knopfzelle. Fundort Esselpfad. Faszinierende kleine Stromquelle, die unter keinen Umständen geschluckt werden sollte, egal wie hungrig man noch ist. Dabei sieht sie einem Bonbon doch irgendwie täuschend ähnlich. Naja, nicht wirklich. Dann hier die Monobatterie, da steht sogar drauf Thunder. Fundort Kettenhundruinen. Die Ausschrift besagt, dass dieser Zylinder größere Mengen von Energie enthält. Es gab Versuche, diese abzubauen. Leider waren diese bisher nicht erfolgreich. Tja, und die stärkste Variante, die Autobatterie, Fundort Nimmerfeuchte Wüste Geheimtür. Dieses Dings enthält vermutlich mehr Energie, als die Totheit je beherrschen könnte. Es wird empfohlen, sich dem Exponat nicht zu sehr zu nähern. Ja, das könnte schon ganz schön gefährlich sein, wenn man da nicht weiß, wie man damit umgeht. So, nächster Raum. Jetzt haben wir hier noch die Billardkugel, Stickerbeginn Nummer 29, Fundort Bowlichtung. Diese Kugel wäre von anderen ähnlichen Dings nicht zu unterscheiden, wenn da nicht diese mysteriöse Zahl wäre. Was könnte sie nur bedeuten? Tja, gute Frage. Dann haben wir hier den Curlingstein, Fundort Fröstelstrom. Es wird immer wahrscheinlicher, dass dieser Stein seinen Griff spontan aus sich selbst heraus entwickelt hat. Die Kraft der Natur ist unergründlich und oft auch ein wenig skurril, das kannst du laut sagen. Dann haben wir hier noch die Bowlingkugel, Fundort Wirrwald. Ob diese Kugel für den Kampf oder für Bauarbeiten entwickelt wurde, ist unbekannt. Klar ist aber, dass die Besatzung dieser Kugel sehr tapfer gewesen sein muss. So, und dann auch ein Dings, was ich erst spät gefunden habe. Der Pokal. Ebenfalls Fundort Wirrwald. Extravaganter, teuer wirkender Kelch. Vom Produktdesign her leider ein totaler Fehlschlag. Viel zu groß für einen Tod, um daraus zu trinken. Und was macht überhaupt dieser Typ da oben drauf? Das ist eine gute Frage. Dann habe ich noch das Mobiltelefon, oder auch Handy genannt, Fundort Fröstelhöhe Geheimtür. Ein Dings anscheinend nur zu einem einzigen Zweck konstruiert, um wild und penetrant zu vibrieren. Dafür allerdings hat es viel zu viele scheinbar sinnlose Knöpfe. Kann gut sein. Und hier haben wir noch den Presslufthammer, Fundort Treibsandruinen. Was als Trainingsapparat für einen aufstrebenden Bogostockspringer geplant war, geriet während der Entwicklung eindeutig außer Kontrolle. Das kann gut sein. So, machen wir weiter. Der Part ist eh schon verdammt lang, aber ich möchte das gerne in diesem einen Part unterbringen. So, ab nach oben. Und keine Sorge, die Bonusräume zeige ich euch dann natürlich auch noch ganz schnell. So, was haben wir hier? Ah ja, genau, die hitzeerzeugenden Dingse. Der Heizkörper. Fundort Hohlstumpf. Obwohl die meisten Frühstücksforscher davon ausgehen, dass dieses Ding eine Art Toaster sein muss, konnte bisher noch keiner erklären, wie und wo hier das Brot eingeführt wird. Ah, meine Güte, das ist doch kein Toaster. Die checken das einfach nicht. Ja, oder hier, der Föhn, Fundort Fröstelstrom Geheimtür. Dieses enorm dimensionierte Aufwärmgerät wurde vermutlich von frühen Party-Service-Unternehmen verwendet. Bei Tests erwies es sich allerdings als ungeeignet für die meisten Gerichte. Tja, da nimmst du dann natürlich für Essen lieber den Ofen. Fundort Villa Mysteria.
Für eine luxuriöse Einrichtung in einem Oberklasse-Eigenheim fehlt es dieser Sauna ganz eindeutig an Sitzplätzen, einem Kohleofen für Aufgüsse sowie vor allem an einem Thermostat. Was die Wache, die verwenden das als Sauna, sind die verrückt? Da macht man Essen drin. So, und hier die Lupe, Fund- und Treibsandruinen. Führende Todforscher haben bei der Erkundung dieses Dingses fast die komplette Laboreinrichtung verbrannt, bevor sie erkannten, dass es sich um ein optisches Vergrößerungsgerät handelt. Tja, so ist das leider. Dann haben wir hier die Streichhölzer, Fundort Drübenhügel Geheimtür. Unter keinen Umständen sollten diese Stöcke gegen ihre Verpackung gerieben werden. In dieser Angelegenheit bitten wir sie dringend, der Museumsleitung zu vertrauen. Okay. Und hier noch das Feuerzeug in einem schönen Blau, Fundort Treibsandruinen Geheimtür. Dieses tragbare Lagerfeuer funktioniert am besten, wenn es zur Kühlung in den feuchten Waldboden eingegraben wird. Geeignet zur Herstellung von gegrillten Marshmallows auch mit Erdnussbutter. Na, was du nicht sagst. So, was haben wir hier drin? Ah, natürlich die kalten Sticker erstmal. Hier das Sirupeis. Fundort Urlaubsparadies-Oase. Einige gefrorene Berge können nur von den kräftigsten Trots mit alpiner Erfahrung bezwungen werden. Andere von jedem, der einen Löffel und ein Bedürfnis nach Erfrischung hat. Das ist wohl wahr. Ja, sieht doch richtig lecker aus. So, und hier, ich wünschte, ich hätte sowas auch in meinem Zimmer, habe ich aber leider nicht. Eine Klimaanlage, Fundort Kettenhundruinen, Geheimtür. Obwohl Forscher behaupten, dieses Ding habe einen kühlenden Effekt, gibt es Skeptiker. Auf jeden Fall sehe es blöd aus, dieses Ding ständig bei sich zu tragen. Das stimmt. Und dann haben wir hier noch den Kühlschrank, Fundort Villa Mysteria. Früher für ein Transportmittel der Toads aus dem Norden gehalten, entpuppte sich dieses Dings als sehr praktisch zur Lagerung von Speisen, wie zum Beispiel des Mittagessens der Museumsleitung. Ha, auch nicht schlecht. So, und hier auch alles, was nass macht. Die Limonade. Fundort Nimmerfeuchte Wüste. Offensichtlich hielt es ein verrückter Wissenschaftler beim Entwurf dieses Dings für witzig, Flüssigkeit unter hohem Druck in ein Behältnis zu pressen. Haha. Ja, und dann schön schütteln, dann wusch, schön ins Gesicht spritzen, nicht wahr? So, und hier die Wasserpistole, Fundort Goomba Castle, Geheimtür. In seinem gegenwärtigen Zustand ist diese Flüssigkeitskanone nur eine Erinnerung an vergangene Konflikte. Geladen mit Wasser wird sie jedoch zu einer Waffe von erschreckender Kraft. Ja, vor allem, weil hier alles aus Papier ist. Und dann haben wir hier noch die Quietscheente. Fundort Dschungelschnellen. Manche Theorien behaupten, diese synthetische Ente stamme aus einer Zeit, in der Toads auf Vögeln ritten. Diese Theorien sind jedoch das Objekt herzhaften Spotts in der Gelehrtenwelt. Okay, nicht schlecht. So. Kommen wir nun zu den Dingsstickern, die irgendwas aufsaugen oder aufnehmen können. Die Puderquaste. Fundort Scheigerdschungel. Luxuriös, wenn auch ein wenig staubig, erscheint dieses Liegekissen für hochgestellte Persönlichkeiten. Sogar sein Geruch wirkt majestätisch. Kommt ganz drauf an, was man dazu verwendet. Schwamm. Sticker beginnen um 48 Fundort Verschaukelpfad. Das Bett der Wahl für Toads, die unter Nachtschweiß leiden. Diese Matratze ist so komfortabel wie sorgfähig und wird dem stolzen Besitzer lange Freude bereiten. Nachtschweiß, ey. Oder Bettnässer-Toads vielleicht auch. So, und hier noch der Autoschwamm, Fundort Holperpfad. Dieser Flüssigkeitsbehälter kann eine unglaubliche Menge an Getränken und generell Flüssigkeiten aufnehmen. Dabei wird er allerdings sehr schwer und feucht. Tja, mich deucht, ich bin feucht, würde der Schwamm wohl sagen, wenn er reden könnte. Kissen, Fundort Einbahnfluss Geheimtür, unentbehrlich in der Notfallausrüstung von Feuerwehrbrigaden, die Personen aus höheren Gebäuden retten müssen. Auch geeignet zu kurzfristigen Abhilfe bei Müdigkeits- und Schlafattacken. So, geht natürlich auch bequemer mit einem schönen Bett. Fundort Flusshöhenfahrt Geheimtür. Es sieht zwar fast so aus wie ein ganz normales Bett, lässt die meisten traditionellen Betten unserer Welt aber so bequem erscheinen wie ein Haufen zerknüllter Papierhandtücher. Und es geht natürlich noch eine Spur gemütlicher und bequemer mit dem Himmelbett. Fundort Sturzbachfälle Geheimtür. Dieses Dings kann kein Bett sein. Es hat zwar einige bettartige Eigenschaften, ist aber eindeutig zu fantastisch. Schliefe man hierin, man würde mit Sicherheit von diesem Bett träumen. Das wäre ein ziemlich komischer Traum, oder? Man liegt im Bett und träumt von einem Bett. Naja, warum nicht? So, die letzten beiden Räume stehen an. Ah, ja genau. Alles, um irgendwelche Gegner festzukleben oder zu
Pinnen oder was weiß ich. Das Klebeband, 100 Esselpfad, Geheimtür. Eine Variation dieses Dingsens wurde früher oft verwendet, um Taugenichtse von ihrem Tun abzuhalten, sollte aber nicht leichtfertig für diesen Zweck benutzt werden. Im Ernst? Nein, in Detlef. Reißzwecke, 100 warme Kuschelfelder, Geheimtür. Es ist nicht ungewöhnlich für die junge Generation, sich überall Löcher stechen zu lassen. Meist werden sie dabei aber nicht an der Wand befestigt. Ja. Kein Kommentar. So, Tacker, 100 Wille Mysterie. Dieses Luftabwehrdings verschießt aufgeklappt Projektil mit Doppelspitze. Zusammengeklappt verbindet es mit diesem Projektil mehrere Angreifer miteinander. Ganz genau. So, dann haben wir hier noch den Angehaken. 100 Kap der guten Aussicht, Geheimtür. Wir wissen, was dieses Dings ist. Ein Haken. Was wir nicht wissen, wieso sollte ein Fischer jemals etwas so Gigantisches konstruieren und was als Köder verwenden? Ja, das ist eine gute Frage. So, und dann haben wir hier noch den Ballon. 100 Grubendickicht, Geheimtür. Friktionstests an diesem Fluggerät führten zu einer bisher ungeklärten Adhäsion von Toads. Alle beteiligten Wissenschaftler klebten förmlich an dem Dings. Okay. Und dann haben wir hier auch noch die Taschenuhr. 100 Schaumkronenstrand. Obwohl dieses Dings theoretisch die Zeit manipulieren kann, konnte es bisher nicht verwendet werden, um in die Vergangenheit zu reisen und das Fischsuppenmalheur zu finden. Was das wirklich sein soll, das weiß ich immer noch nicht. Fischsuppenmalheur, also eine Fischsuppe ist jetzt nicht gerade etwas, was ich gerne esse. So, und der letzte Raum. Dann haben wir es endlich geschafft. So, genau hier. Nicht zu vergessen, die Glückskatze. 100 Floragarten. Katzen, die abklatschen wollen, sind ein häufiges Motiv in der Kunst. Daher diese Skulptur. Die Geste der Katze scheint für los, abklatschen. Erst oben, dann unten zu stehen. Ja, findet man häufig in japanischen Geschäften. Irgendwelchen Läden halt. Also soll auf jeden Fall Glück bringen. So, dann haben wir noch den Stöckelschuh. Fundort Wiglers Wohnbaum. Diese Eintod-Koje bietet die Passgenauigkeit und vertikale Schlafposition, die von einigen Tods geschätzt wird. Aus unverständlichen Gründen, wie wir meinen. Ja, weil das damit eigentlich gar nichts zu tun hat. So, als nächstes die Ziege. Fundort Fröstelhöhe. Diese Statue eines gefräßigen Geistbocks erscheint nur anfangs süß, wird aber rasch unheimlich. Nachts, wenn alles schläft, hört man im Museum ein leises Nee. So, richtig lecker, der Truthahn, 100 Holperpfad. Dieser gigantische prähistorische Vogel wurde eindeutig für ein Festessen vorbereitet. Aber war er gefüllt? War er mariniert? Fragen über Fragen, die wir uns wohl nie beantworten können. Oh ja, hier richtig lecker. Die Torte, Fundort Villa Mysteria. Ein Dessert von dieser Größe sieht man nur selten, deshalb ist dieses hier auch unter ständiger Beobachtung. Berühren ist streng verboten, also Hände weg. Oh, sieht aber so lecker aus, hier lecker Erdbeertorte. Und dann haben wir hier noch den Ghetto-Blaster. Fundort Wiggles Wohnbaum. Man braucht zwei Toads, um diese tragbare Partymaschine zu bewegen. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da man hiermit immer und überall den besten Rock genießen kann. Ganz genau. So Leute, das war's jetzt mit allen Stickern und jetzt schauen wir natürlich noch in die Räume hinein. So, der blaue Raum. Ah, hier können wir uns einfach hinsetzen. So, was haben wir hier? Mach es dir auf dem Sofa bequem und entspann dich bei deiner Lieblingsmusik. Richtig, der blaue Raum ist quasi ein Soundtest-Room, ne, hier. Ja, hier können wir uns jetzt nämlich sämtliche Musikstücke des Spiels anhören. Ich glaube, da kann man aber irgendwie... Ah ja, doch, mit A kann man ja weitermachen. Randale, Tosen, Krach und Lärm. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, man kann sich die Lieder nicht selber auswählen, sondern man muss sie immer durchblättern. Kerze des Sticker. Blauer Himmel, weiße Wolken. Ja, okay, das ist jetzt... Ich werde das jetzt aber hier nicht alles durchblättern, also das kann sich dann jeder für sich selber anhören. Wie gesagt, wenn man alle Dings-Sticker aufgeklebt hat, dann haben wir hier einen Soundtest und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch den orangefarbenen Raum. Hier ist was ganz anderes. Hier hätten wir nämlich ein Fernglas. So, willst du eine Münze, für eine Münze hineinschauen? Ja, warum nicht? So, gucken wir mal. Ah ja, genau. Hier können wir uns nämlich sämtliche Gegner des Spiels ansehen, gegen die wir gekämpft haben. Ja, also hier der Goomba. Oder hier der Cooper. Gut, wir selber sind jetzt hier nur aus Pappe, weil wir ja nicht wirklich da sind. Finde ich aber auch richtig interessant. Auch ganz nett, ja. Hier Käfer und so. Können wir uns, wie gesagt, noch alle Gegner ansehen. Aber ich glaube, auch das ist jetzt genug. So, das ist jetzt sicher eine fast einstündiger Part geworden. Aber ich finde, das musste einfach mal sein.
Weil, wie gesagt, das war jetzt eben das Sticker-Museum ganz komplett. Ehrenkurator Mario, Vizekuratorin Kirsty, macht euch keine Gedanken, ich werde jeden Tag hier sein, um mich um die Museumsbesucher zu kümmern. Ja, ich hoffe, es kommen endlich mal welche, weil wir sind ja irgendwie der Einzige bisher gewesen. Aber gut, Leute, das war's jetzt mit diesem immens langen Part, wo ich euch das Sticker-Museum gezeigt habe. Jetzt machen wir noch etwas ganz, ganz schnell noch, bevor der Part endlich vorbei ist. Wir gehen noch einmal zum Dorfplatz. Denn jetzt müsste ja auch diese eine Fahne hier ausgerollt sein, dass wir alle Sticker haben. Genau, seht mal, hier. Ehrenkurator, sammle alle Stickertypen der Welt. Glückwunsch, 100%. Genauso eben auch Herzbube, finde alle Karte Plus, Glückwunsch 100%, habe ich ja schon etwas länger. Geheimtür öffnen, dass alle Geheimtüren erscheinen, Glückwunsch 100%. Und Kometenheiler, sammle alle Kometenteile, Glückwunsch 100%. Ja, die rechte Seite interessiert mich nicht, die finde ich persönlich eher fast schon impossible. Da werde ich mich jetzt auch nicht mehr darum kümmern, aber Hauptsache die Hälfte habe ich geschafft. Gut Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Besonders an die, die auch wirklich brav bis zum Ende mitgeguckt haben. Und im nächsten Part, der auch definitiv der allerletzte Part sein wird, geht es dann endlich zum großen Finale gegen Bowser, um den allerletzten Royal Sticker zurückzubekommen. Also freut euch schon mal drauf. Bis zum Grande Finale. Macht's gut, Freunde. Ciao.